Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Let's Play Blackguards. So, wir können eigentlich wieder kämpfen gehen, draußen vor dem Stadttor. Allerdings haben wir richtig viele Abenteuerpunkte mal wieder angesammelt. Deswegen möchte ich doch mal gucken, ob wir nicht ein paar davon ausgeben können. Ridger, 391 Abenteuerpunkte, das ist schon mal ganz schön nice, würde ich sagen. Waffentalente. Die trifft doch eigentlich relativ zuverlässig, muss ich sagen. Schwerter Säbel 10 ist schon nice. Zweihandschwerter und Säbel 9. Oder geht natürlich noch ein bisschen was besser, weil sie trägt ja auch momentan anderthalb Händer und das dürfte jetzt unter Zweihandschwerter 10, oder? Gucken wir mal, gucken wir mal. Sie hat ein Zweihandschwertsäbel, okay. Und das heißt, hier würde ich auf jeden Fall sagen, gehen wir noch einen rauf. Wow, das waren immerhin schon 95 Abenteuerpunkte. Jetzt haben wir noch 296. So, wofür verwenden wir die? Zweihandschwerter und Säbel 10, normale Schwerter und Säbel 10. Ich glaube, mehr brauchen wir hier nicht. Ja, damit bin ich zufrieden. Oh, Naurim. Naurim? Naja, okay. Der hat ja sogar 11, ne? Ich glaube, da brauchen wir auch nicht mehr. Zurbaran hat mit seinen Stäben nur 6. Da packen wir nochmal was drauf und vielleicht sogar noch mehr. Okay. Und ja, auch mit den Änderungen bin ich zufrieden. Und Niam? Was ist mit Niam? Niam hat Speere 10 und Bögen 11. Ja, aber die trifft ja auch richtig, richtig gut. Damit sind wir auch zufrieden. Okay, also dann kommen wir jetzt zu den Talenten. Sinnenschärfe. Ach, Mann. Mann, haben wir noch überhaupt nicht so richtig eingesetzt. Oh. Sie haben aber da, glaube ich, auch alle ganz gute Werte. Nee. What? Redger hat nur einen? Okay, den steigern wir mal auf 6. Das haben nämlich die anderen, glaube ich, auch so an Wert. Ja, ist okay. Ah, Zurbaran hat auch nicht so viel. Na gut, aber der ist ja auch kein Nahkämpfer. Der kann ja auch gegebenenfalls vor allen Fallen stehen bleiben und einfach warten. So, gut. Körperbeherrschung. Körperbeherrschung macht nochmal was? Geringe Chancen, Niederwerfen, Attacken sowie die negativen Auswirkungen von Umgebungsobjekten zu widerstehen. Das ist schon ganz nett, würde ich mal sagen. Selbstbeherrschung, geringe Chance, eine Wunde abzuwehren, die Wirkungsdauer von Verzauberungen der Stufe 1 zu halbieren. Okay, okay, das ist auf jeden Fall gekauft. Selbstbeherrschung finde ich prima. So, und bei einem Wert von 8, so, mehr geht jetzt auch gerade gar nicht mehr, beim Zurbaran, so, ja, damit bin ich völlig einverstanden. Die Niam hat da gar nichts? Ach, deswegen ist die auch beim letzten Mal so super schnell umgekippt, ha? Die Redger hat auch keine so tolle Selbstbeherrschung. Ich pack die jetzt auch einfach mal rauf. Ja, ist in Ordnung, ist okay. Beim nächsten Mal kommen die nächsten Punkte, ja, Zurbaran, nee, 6... Achso, Naurim. Naurim hat auch nur 6. Der kriegt jetzt die 8. Richtig, damit hat er Stufe 2. Das ist prima. Und er hat noch 252 Abenteuerpunkte. Das ist ja geil. Da können wir ja noch richtig was machen. Kriegskunst. Lebens- und Astralpunkte von unerfahrenen humanoiden Gegnern werden angezeigt. Mhm. Ja, und Heilkunde. Stufe 8 kommt das nächste. Verwundeter erhält 15 Lebenspunkte zurück und bis zu 3 Punkten werden geheilt. Wow, das finde ich prima. Du bist mein kleiner Heiler hier, Naurim. Hm? Auch wenn man eigentlich gar nicht erwarten würde, dass einem Zwerg diese Aufgabe zuteil wird. So. Aber bei uns ist es halt so. Prima. Niam. Niam hat noch jede Menge. Was machen wir denn mit Niam? Niam hat die Fertigkeit Heilkunde total geblockt. Mhm. Gut, Niam lernt Selbstbeherrschung. Die lernt auch gleich die 8. Perfekt. Ja. Und jetzt machen wir mal bei den Zaubern von ihr weiter. Acceleratus Blitzgeschwind verleiht dem Ziel überirdische Geschwindigkeit. Okay. Ziel selbst. Verbündete Magieresistenz wird ignoriert. Fläche ein Ziel, dauert 3 Sekunden. Effekte sind Parade plus 1, Ausweichen plus 1, Initiative plus 2, Geschwindigkeit plus 2. What? Das ist ja richtig cool. Dann kommt da noch einer drauf. Jetzt hat die nämlich schon Stufe 2 beim Acceleratus Blitzgeschwind. Mega, mega cool. 2, 2, 3, 3. Oh, geil. Erfolgswahrscheinlichkeit 67%. Mega. Das heißt, die kann uns alle hier verbessern.
Mann, haben wir auch alles noch überhaupt nicht gemacht. Was hat sie denn sonst noch hier? Sie hat Falkenauge Meisterschuss. Was macht der? Verbessert die Fernkampfattacke. In Ordnung, ist auch nice. Dann hat sie noch Blitzsichtfind, werde blind. Kann ich aber nicht mehr steigern. Balsam Salabunde ist geblockt. Der Rest, ist auch nicht mehr frei. Sonderfertigkeiten hat sie hier, den gezielten Schuss. Nächste Schuss des Zelten richtet deutlich höheren Schaden an. Ja, aber das andere ist alles nicht frei. Und astrale Regeneration hat sie auch. Na gut. Grundwerte. Können wir da noch irgendwie was drehen? Ja, wir können ihre Astralpunkte natürlich erhöhen. Das machen wir doch. Und zwar zweimal gleich. Prima. Also einmal ausgegeben, zweimal ausgegeben. Für den Naurim können wir noch ein bisschen was ausgeben. Der kann natürlich gar keine Zauber. Bei den Talenten hat er jetzt immerhin die Selbstbeherrschung auf 8 und die Heilkunde auf 8. Richtig gut, richtig gut. So, was ist hier? Kriegsgrund war Lebenspunkt, Astralpunkt und Geschwindigkeit von Erfahrenen. Ach ja, das hatten wir schon. Gut, und ansonsten Sinnenschärfe und Körperbeherrschung hat er noch. Da können wir sogar einmal noch steigern. Geringe Chance, niederwerfen Attacken sowie negativen Auswirkungen von Umgebungsobjekten zu widerstehen. Oder hier in einem Radius von 8 Feldern werden verborgene Objekte und Fallen der Stufe 1 sichtbar. Ja, bei den Waffentalenten können wir jetzt nichts mehr großartig steigern. Wir können für ihn aber sogar noch einmal die Lebenspunkte steigern. Das machen wir doch. Schwupp, schwupp, schwupp. Und damit würde ich sagen, sind wir erstmal fertig. Ja, und dann gucken wir jetzt nochmal kurz in unser Inventar rein, ob wir uns irgendwie neu ausrüsten müssen. 130 Dukaten haben wir noch. So, also der Naurim hat noch eine Wundbinde. Der kriegt auch noch einen Heiltrank. So. Der Zurbaran, der hat leider nicht mehr viel Astralenergie und der hat überhaupt nichts mehr in seinem Gürtel. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Den können wir noch einen guten Zaubertrank geben. Davon haben wir nämlich zwei. Ja. Scheiße. Jetzt haben wir die eingenommen, oder? Ach nö. Ach, so ein Fail. Das gibt's doch nicht. Haben wir die jetzt eingenommen? Oh, scheiße. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Mist. Kacke. Okay. Passiert. Kann ich jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Ach nö. So, Heiltrank rein da. Mit den Giften kann er jetzt nichts großartig was anfangen. Was haben wir mit Kelmon? Waffengift. Die Lobpreisung, das Buch der Abschwörungen. Wir haben eine Purpurtinktur. Eine nach Lorbeer riechende purpurne Flüssigkeit unbekannter Wirkung. Offensichtlich hängt sie mit der sonderbaren Krankheit zusammen. Ach ja, genau, das war das Ding. Schwachen Heiltrank. 15 Lebenspunkte und der gibt 20 Lebenspunkte. Okay. Ist auf jeden Fall besser, den werden wir auf jeden Fall zuerst noch verbrauchen. Ja. Der hat, glaube ich, gar nicht die Fertigkeit Heilkunde, ne? Hat er wahrscheinlich gar nicht. Talente? Heilkunde hat er nichts. Ne? Dann braucht er auch keinen Wundheil. Keine Wundbinde. So. Niam hat hier einmal ihre Bolzenfalle. Wir können ihr jetzt mal wieder noch ein paar Jagdpfeile in die Hand geben. So, schwupp. Gib so viel wie gehen. Genau, 99 Stück kann sie ja auf einmal tragen. So, die Gute kann jetzt auch mal, ich nehme aber erstmal einen schwachen Heiltrank für die. So, und Regia kriegt auch erstmal nur einen schwachen. Ich überlege gerade, ob ich mal so fies bin und mit ihr ein Gift ausprobiere. Hier so ein Waffengift. Wie wendet man das denn an, bitte? Zieh das Gift in den Gürtel eines Helden, um es im Kampf zu benutzen, die gerade ausgerüstete Waffe zu vergiften. Du kannst ein Gift auch außerhalb eines Kampfes benutzen. Zieh es auf einen Helden, um die Hauptwaffe seines aktiven Waffensets zu präparieren. Oh, das ist doch super, weil so können wir in unserem Gürtel die Sachen so drin lassen und für den ersten Kampf gleich mal hier solche Waffengifte verwenden. So, was haben wir hier? Kukris macht Giftschaden. Ja. Arachne ist ein Lehmgift. Arax ist ein starkes Lehmgift. Und Kelmon ist, auch quasi ein Lehmgift. Können wir uns jetzt echt aussuchen. Ich nehme jetzt erstmal Kukris.
Ab auf die Waffe. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Da steht doch, zieh das Gift in den Gürtel. Oder, warte, Moment. Muss das erstmal hier runter scrollen. Zieh es auf einen Helden um die Hauptwaffe des Seins. Ach so, auf den Helden. Bist du sicher? Ja. Jetzt leuchtet die grün. Okay, das heißt, wir sehen es sogar. Ich weiß nicht, ob das hier bei einem Hammer wirklich Sinn macht, da einen Waffengift drauf zu ziehen. Machen wir trotzdem. Okay, auch das leuchtet grün. Naja, gut, und bei Niam und Zobran macht das keinen Sinn. Okay, dann würde ich sagen, sind wir soweit und versuchen nochmal unser Glück am Stadttor. Jetzt bin ich gespannt, was wir kriegen. Wir kriegen natürlich wieder Echsenwesen, da bin ich mir ganz sicher. Aber was ist diesmal unser Ziel? So, der hat schon angefangen hier zu zaubern. Oh, Naurum ist verzaubert durch Corpo Frigo Kälteschuck. Das ist aber nicht gut. Nein, 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 nein. Moment, ich glaube, der Zurbaran kann da was gegen machen, ne? Ich guck mal eben hier, ob die Niam irgendwie was zaubern kann. Nein. Stärkung, nur den Acceleratus oder den Meisterschuss. Und ansonsten hier, Zauberschaden, hat die gar nichts. Die hat den Blitz, ich finde noch. Okay, das heißt, für unseren Zwergen kann unsere Niam hier gar nichts tun. So. Okay, das war dieser Fiesling hier. Wir haben ja aber noch mehr Fieslinge. Okay. Erst einmal hierher und direkt drauf schießen. 90% Wahrscheinlichkeit ist doch schon mal gut. Und leg an. Bam. Sehr schön. Gut, ja, Redger kann jetzt großartig nichts machen. Oh, oh Mist, das sind ja noch viel mehr. Da vorne stehen ja auch noch zwei, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Oh, shit, 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 shit. Oh, 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 oh. 1, 2, 3, 4, 5 sind das also. Und wir sind nur zu viert. Na gut. Und wahrscheinlich werden die hier alle Fernkampf machen, oder? Was ist denn unsere Aufgabe? Haben wir hier sowas? Hotkey-Liste, Charakterbogen, Inventar, Questlog. Gucken wir mal ins Questlog rein. Morbal. Die Lage in Morbal ist schlimmer als befürchtet. Die Stadt ist unterbesetzt. Niemand scheint zu wissen, was die Echsen aufgehext hat. Aber sicher ist, Kommandantin Karalia hat jeden Schwertanbitter nötig. Wir werden ihr helfen, die Stadt zu verteidigen. Und im Gegenzug wird sie uns über die Grenze lassen. Irgendwas braut sich zusammen. Der Schamane der Achatz bereitet ein unheilvolles Ritual vor. Wir müssen die Kristalle zerschlagen, die die Echsen vor der Stadt errichtet haben, bevor der Schamane sein Werk vollenden kann. Aha, überquert die Grenze bei Morbal, trefft die Kommandantin in Morbal, lasst euch vom Waffenmeister Marmott ausrüsten, lasst euch von der Kommandantin Befehle geben, verteidigt die Stadtmauern, sprecht mit der Kommandantin und zerstört die Kristalle der Echsenmenschen. Okay, check, das heißt, die Kristalle zerstören. Und ich denke mal, Kristall ist das da hinten, ja? Hoppala, das da. Das ist ein Kristall. Okay, hätte ich das jetzt mal vorher schon gecheckt, dann hätte ich die Niam nach oben gepackt und hätte mal versucht, einfach da drauf zu schießen. Gut, ich würde sagen, wir haben hier jetzt nur ein Echsenwesen. Und hier haben wir mehr oder weniger vier. Wir gehen mit allem erstmal hier rum. So, Ritter beendet die Runde. Ach nö, sowas aber auch. Gut, dann würde ich sagen, der nächste ist der Zurbaran. Ich hoffe, dass uns das jetzt gleich keine Probleme bereiten wird. Oh shit. Ach, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, dass der... Dammit, und der trifft auch noch über zwei. Kann er sich bewegen? Mit seinem Corpo Frigo? Das wäre ja cool. Oh, es kann er tatsächlich. Er läuft nur ziemlich langsam. Mhm. So. Hatz regeneriert nur Lebenspunkte und so weiter und so fort. Oh. Okay, okay. So, meine liebe Niam, was machen wir denn? Der ist irgendwie nur niedergegangen, ne? Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Also weiter auf ihn hier schießen. Anlegen und sehr gut, sehr gut. Jetzt kommt er von hinten. Bam. Ich fürchte, wir müssen die wirklich erstmal wegmachen. So, Raja hierher. Weiter auf den. Mist! Au! Ah.
bitte nicht. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Okay, was machen wir, was machen wir? Ich glaube, da der Zurbaran jetzt nicht so doll viel, was kann der machen? Ach so, der ist gar nicht dran. Du bist dran. Dann hau drauf. Mit deiner vergifteten Keule. Tja, trifft Mittwochschlag. Und der ist jetzt auch grün. Das ist sehr schön, sehr gut. Was macht er jetzt hier für einen Zauber? Na, was machst du, Kristallemann? Er hat ihn wieder umgeworfen. Oh, das ist ja doof. Das ist ja voll doof. Ich kann natürlich versuchen, hier den Kristallomant, von dem haben wir jetzt zwar keine Angabe, wie viel Leben der hat, aber soll ich versuchen, den mit der Niam zu erschießen? Oh! Oh! Wir haben hier etwas... Oh! Ob die da drauf schießen kann? Moment, 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 Moment. Hallo, hallo, hallo? Geh das... Du mal weg hier, du blödes Teil. Das können wir vielleicht auch kaputt machen. Kann sie das hier irgendwie runterschießen? Nee, schade. Zielen? Nee, geht nicht. Schade. Okay. Dann aber auf ihn hier. 55% ist ja nicht der Kracher. Hm? Aber wir versuchen unser Bestes. Komm, triff, triff. Sehr gut. Sehr gut. Mach ihn einfach kaputt, den Kristallomant hier. Okay, der ist schon vergiftet hier. Dann nimmt Regga jetzt den anderen hier, damit der auch vergiftet ist. Ja, gut. Was macht ihr mit meinem... Ach, der hat jetzt schon minus 1. Ach, der arme Zurbaran. Und schon kann er nicht mehr zu behilflich sein, ja? Oh, Moment, 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 Moment. Du, mein Freund, du kannst jetzt mal hier hingehen. Und dann kümmerst du dich jetzt um den Zurbaran und gibst ihm mal einen Heiltrank. Weil Wunden hat er ja nicht. Wunden hat er ja nicht. So, und jetzt Zurbaran. Packst du dir mal drauf, bitte. Erstmal, den Armatrutz, Stufe 2. Gut gemacht. Blinkerüstung, okay. Damit, dieser blöde Kristall. Ja. So, also Niam, guck mal, ob du auf den Kristall schießen kannst. Geht das? Shit. Das ist jetzt hier so blöd. Vielleicht jetzt nochmal. Ja, jetzt ist besser. 100% Chance zu treffen. Perfekt. Immun gegen Stichschaden. Ah, Kacke. Ach, so ein Ärger aber auch. Na gut. Dieser hier. Wow, die haben beide noch so viel Leben. Wie kommt denn das? Ach, die sind geheilt worden, ne? Scheiße. Na gut. 12. Du triffst ihn nicht. Der ist wunderbar geschützt. Ich bin mir sehr sicher. Einer. Einer. Ich würde sagen, das ist nicht so der Hit, oder? So, der 22, der 22, der 10. Da nehmen wir den. Sehr schön. Wer tot ist, kann auch nicht mehr geheilt werden, würde ich sagen. Gut. Zurbaran ist der Nächste, der dran ist. Was machen wir denn? Unser Zwerg hat 31 Leben. Unsere Regga hat nur noch 17 Leben. Das heißt, du heilst die Regga jetzt. Und zwar mit dem Balsam Stufe 2. Gut gemacht. 20 Lebenspunkte rauf. Perfekt. Was will man mehr? Mhm. Was tust du jetzt? Wenn ich jetzt mal wüsste... Was ich mit den Steinen machen kann. Wohin fallen die denn runter, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Regga das Ding kaputt machen würde? Gute Frage, nächste Frage, oder? 22, 22, ja, da habe ich ja wirklich total die Auswahl. Hm. Also drauf da, mach den nächsten grün. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, wir probieren das aus. Wir laufen erstmal hier hin und dann schlagen wir jetzt das Teil hier. Wir benutzen es. Kick es da hinten auf den... Was machst du? Was tut sie? Du solltest das doch jetzt hier irgendwie benutzen. Benutze es. Ach, Kacke. Was ist hier mit der Sinnenschärfe? Nee. Wieso kann ich das denn... Oder kann ich es angreifen? Na toll. Das ist doch wohl jetzt nicht die Möglichkeit, oder?
Das habe ich mir doch gedacht. Warum kippt es jetzt hier in diese Richtung? Aha. Okay, na gut. Das war wohl ein Satz mit X. Ich weiß ganz genau, wie wir das beim nächsten Mal machen. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt für heute hier, laden nochmal einen vorherigen Spielstand und machen das dann in 2 Tagen nochmal. Und zwar ist dann die Taktik folgende. Wir werden die Echsen irgendwie so hierher locken, dass die hier so drunter stehen und meine Leute stehen hier, wo sie nicht getroffen werden können oder meinetwegen irgendwie so hier, so wo diese Echse steht und hier so, und dann knicken wir das Teil hier so weg, okay? Gut, also der Plan fürs nächste Mal steht, ich werde dann, da ich ja leider so abgespeichert habe, dass wir erst noch steigern mussten, werde ich das Steigern also nochmal durchziehen und werde dann abspeichern. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder mit einem neuen Plan. Irgendwie sehr unproduktiv heute, ich bin auch sehr unbefriedigt, aber okay, manchmal geht es halt so. Macht es gut, ihr Lieben, wir sehen uns.